Leute, wenn man durstig ist, schmeckt so ein eisgekühltes Monster doch gleich nochmal viel besser, gerade auch wenn es das Ultra Fiesta ist. Und es schmeckt einfach grandios. Was auch grandios ist, Alex und ich nehmen jetzt gleich eine Podcast-Folge auf. Und hier ein bisschen provisorisch, aber hilft ja nichts. The show must go on. Und jetzt kann ich nur hoffen und beten, dass hier niemand in diesen Raum kommt, was eh nicht funktionieren wird. Also es wird eh nicht funktionieren. Aber dann müssen wir halt umziehen oder ich muss mich irgendwo anders hinbegeben. Wie auch immer, we'll see. So, ne? Hier, Podcast, reinhören, Sonntag. Wahrscheinlich hört ihr dann, wenn ihr den Blog seht, die Folge für nächste Woche, weil ich, naja, ist auch egal, wir hören uns. So, und dann melde ich mich einmal aus dem Voice-Over, wieder back in Karlsruhe und ja, ich dachte, ich mache hier mal ein kurzes Zwischenfazit, beziehungsweise ihr habt ja schon die Form im ersten, im Intro des Vlogs gesehen und ja, absolut okay für die Umstände. Ich denke, die Form wird gegen Ende des Zyklus und dann vor allem auch in den ersten Tagen des Deloads am besten sein, der jetzt folgen wird. Und ja, natürlich Beine noch immer ziemlich zu. Trotzdem habe ich mich nicht lumpen lassen und habe die Einladung, die Anfrage, die Nachricht, die mir Andi an dem Tag am Morgen geschickt hat, natürlich angenommen und habe mit ihm hier eine Runde posen dürfen. Also ja, ein enorm starker Athlet, gecoacht von Chris, Freund von Kathi, falls ihr es noch nicht wusstet. Und ja, wir werden höchstwahrscheinlich auf einem Wettkampf zusammenstehen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber wir werden uns irgendwo auf jeden Fall sehen. Und ja, bei mir wie immer eine Freude. Ihr seht schon, er ist echt, echt richtig gut in Form und wir schenken uns da wirklich nichts. Also ich bin absolut gespannt, was für ein Paket das am Ende von uns beiden wird und freue mich da einfach auch gemeinsam auf die Reise und ja, die Prep zusammen zu machen. Wird sehr, sehr gut. So Leute, jetzt gibt's mein Pre-Workout und ich war gerade noch eine Runde Posing-Coaching machen mit Andreas. Liebe Grüße gehen raus, falls du das siehst. I don't know. War sehr cool, dass man da auch mal ja, die Erfahrung macht, dass man auch live vor Ort Leute im Posing weiterbringen kann und nicht nur online, weil als Online-Coach machst du ja Posing-Sessions dann auch hauptsächlich online und vor Ort, wenn du Hand anlegen kannst und auch wirklich richtig Einfluss nehmen kannst live und auch wirklich zeigen kannst, wie das Ganze im Bestfall auszusehen hat, ist nochmal eine ganz andere Nummer und gibt einem da extrem viel mit, ja, an Erfahrung und mir persönlich macht das auch deutlich mehr Spaß, als wenn da jemand am anderen Bildschirmende sitzt, was natürlich auch funktioniert, aber live ist das immer sehr, sehr cool und ja, von daher gibt es jetzt erstmal hier mein Pre und dann geht es in eine Pull-Full-Body-Session, freue ich mich drauf und ja, dann hören wir uns später wieder, wir gehen noch ins Anabol nachher, freue ich mich auch als Post und ja, dann ist der Tag auch schon fast vorbei. Also die Zeit rennt. We'll be right back.
2 hours later. Die ersten Wärmstens empfohlen hat. Ja, sie schmecken auch wirklich, also schmecken tun sie wirklich richtig geil. Bei mir kommen halt 1000 Sachen, weil ich das zusammengestückelt habe, perfekt. Wollen Sie mal sagen, wie viel? Ja, der Rest Aha. ist für mich. Dankeschön. Uff. Da kommt noch Gemüse. Des Bedarfs. Ich muss groß und stark werden. Michelle hat investiert. Wie viel haben Sie? Ja, ja. Wollen Sie ehrlich sagen, was Sie hier ausgegeben haben heute? Okay, wir verschweigen das mal. Ansonsten, ja, gibt es hier eine Bowl. War an der Zeit, nach 5 Tagen hier mal die erste Bowl zu essen, wenn man schon die Möglichkeit hat, makrogrammgenau sein Meal zu kriegen. Dann nimmt man das auch mit. Obwohl ich nicht so ganz glaube, dass das nur 700 irgendwas Kalorien sind. Ich meine, guckt es euch an. Aber freue ich mich jetzt sehr drauf. Sieht sehr gut aus. Hat Simon sehr gut gemacht, die Gemüse gegen raus zu machen. Und so schnell ist dieses wunderschöne Meal auch schon zu Ende. Aber ich sag euch eins, diese Fleischbällchen, die vegan waren, waren unfassbar gut. I don't know, was da drin war, aber ich traue den Makros, wie sie dort in der App angegeben waren, auf jeden Fall nicht so recht über den Weg. Wie auch immer, kurzes Fazit hier. Rein in die Masse. Geht auf jeden Fall. Ja, leer geputzt, das spricht für sich. Alles für die Gains, das brauchen wir, so muss das sein. Immer schön rein in die Masse und dann läuft die Sache auch. Das war einfach wunderbar. Das kennt man gar nicht so. Ja, war sick. Ich kann dir nichts mehr anschließen. Es ist einfach. Die schmeckt also auch Essen wieder. Du musst ich mach wieder Lebenswelle. Okay. Ja. Wieder Lebenswelle, wenn ich essen muss. Es ist krass. Und Hunger. Dieses Gefühl, Hunger zu haben. Wenn man das so ungefähr 3 Jahre lang vielleicht 5-mal hatte, ist interessant auf jeden Fall. Sehr gut. The next morning. Leute, das ist einfach schon das zweite. Da vorne steht das erste. Optimal. Ich habe gerade schon Check-ins durchgeballert. 4 Stück an der Zahl. Schon ein bisschen was an Content gemacht, beziehungsweise haben wir neue Teamfotos für Team Progress gemacht. Und da hauen wir jetzt demnächst einen kleinen, aber feinen Post raus, der dann online geht. Kann ich euch mal zeigen. Und einmal ein Bild, wo wir alle drauf sind. Ein bisschen mit Progress-Logo im Hintergrund. Dann einmal jeder Coach. Und dann wird wahrscheinlich noch ein bisschen was in den Shownotes oder in der Infobox stehen. Und ja, nachher geht es auch zum Bahnhof. Und dann sind wir auch auf dem Weg zurück nach Karlsruhe. Aber davor gibt es noch eine Push-Session und die muss ich jetzt gleich anfangen, denn wir haben schon 10:30 und um 14 Uhr müssen wir los, was eh sich zeitlich gut aufgehen wird. Aber der Zug kommt um 3 und wir wollen doch nicht wegen mir, weil ich es nicht ins Training schaffe, den Zug verpassen, das wäre ja. Von daher ziehe ich mich jetzt um, beziehungsweise bin eigentlich schon umgezogen und dann geht es in eine Push-Einheit und da freue ich mich sehr drauf, wird gut. Sowas wäre einfach in anderen Fitnessstudios eine Beschwerde bei der Clubleitung wert. Aber hier muss man sich die Dinge so zurechtbauen, dass sie funktionieren. Und wenn hier steht, Funktion nicht bestellbar, dann muss man sie sich eben passend machen. Fangen an mit Reverse Flies, danach Lateral Raises
am Kabelzug. Und ja, dann von einem ins andere. Flachbank drücken, Schrägbank drücken in der Multipresse, mal gucken, was da gemacht wird. Und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal. Hallo! Hallo! Ich zieh mich jetzt lieber nicht aus, weil das will keiner sehen. Ja? Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Ich habe schon lange kein YouTube-Video mehr gemacht. Stimmt. Stimmt mal ab in den Kommentaren bei Julian, ob ich wieder mit YouTube anfangen soll. Ich glaube, die Antworten sind da ziemlich eindeutig. Ich habe jetzt einfach Werbung für mich gemacht, tut mir leid. Nein, völlig in Ordnung. Der Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt, also checkt Sandro ab. Ich meine, die meisten werden ihn sowieso kennen. Ja, Prep Series. Da war ich noch ein bisschen schmaler. Hallo. Hallo. Na, gibt jetzt Post? Hallo. Wie so ein kleines Mädchen einfach immer in den Vlogs. So, wir essen jetzt unser Post-Workout und Leute, wenn das nicht mal wundervoll aussieht, dann weiß ich auch nicht. Und dann geht's auch gleich duschen und zum Zug, denn unsere Zeit hier ist leider abgelaufen. Naja, so ist es. Und es wird sich das hier erstmal einverleibt und ja, dann schauen wir mal. Okay.